Ach komm, ey, ich will jetzt diese Waffe mitnehmen. Wollen die mich echt rollen? Ich will jetzt diese Waffe. Hallo? Wie kann man eigentlich eine Waffe wegwerfen? Das muss doch eigentlich auch gehen, oder? Oder kann man das nicht? Was ist denn hier los? Übrige Tiere. Warnung, falsche Waffenklasse ausgerüstet. Ist auch die falsche. Ach so, weil ich schon eine Schrotflinte hatte. Aha. Ach so, interessant. Also wenn man leider die... Oh mein... Okay, da ist was. Wir werden uns anschleichen und das Vieh derbe in die Mangel nehmen. Ha, asiatischer Schwarzbär. Der war gewesen, mein Freund. Vor allen Dingen habe ich den die ganze Zeit in den Kopf geschossen. Ha, aber immerhin, wir haben ein Bärenfell. So, plündern wir nochmal fix die Leiche hier. Halb zerknüllte Zigaretten. Wohin geht's denn noch weiter? Vor allem war ich noch nicht mal in der Höhle. Werden die Höhlen jedes Mal freigeschalten oder so? Komm schon, wo ist der andere Bär? Wo ist der andere Bär? Da hinten bewegt sich noch nicht. Ich höre was von links, rechts, geradeaus. Links auf alle Fälle. Wo bist du? Okay, da ist er, hab ihn gefunden. Ah, yeah. Schrotflintenjagd macht Laune. Vor allen Dingen 200 extra. Wunderbar, besser geht's doch nicht. Also, die Jagdquest war schön. Okay, jetzt kann ich aber noch einen starken Pfeilkescher nehmen. Wunderbar. Was gibt's noch? Haut des menschenfressenden Hais. Wow. Mit diesem gigantischen Köcher kannst du 30 normale und 10 Spezialpfeile mit dir führen. Super. Wie viel kann ich hier normalerweise mitnehmen? 20 und 10 Spezialpfeile. 15 und 10, 20 und 10. Super. Ich brauche auf alle Fälle noch Spezialpfeile. Oh, Sprengpfeile. Oh, das war... Der hat schon bei Turok so Laune gemacht. Du hast die Dinger aufgezogen. Boom! Kapi! Ach, oh, herrlich. Kann man, klingt ein bisschen übertrieben, aber es ist wirklich so. Naja. Ach, wie komme ich jetzt mal am Blitzen dahin? Ich würde schon gerne noch diesen einen Schatz sammeln. Das ist wirklich direkt auf der anderen Seite. So, wir holen uns mal lieber noch irgendein... So, 15 normale Pfeile wieder. Aber das ist schön. Ich höre wieder was. Ich muss mal gucken, wie weit es eigentlich ist bis zu dem nächsten Funkturm. Oh, und diese Kommodomarane, die machen mich alle hier. Ich höre die ganze Zeit noch dieses Dröhnen ist es ja fast schon. So, wir könnten mal vielleicht mal auf der Karte gucken. Wie viele Meter es ungefähr sind. Ah, naja, es ist deswegen doch ziemlich weit. Da können wir uns wirklich erstmal noch dem Schatz widmen, bevor wir... Oder? Moment mal. Tapire! Und wilde Hunde. Wunderbar. Dann werden wir den Tapir... Schön wäre, wenn man den Tapir irgendwie umlegen könnte. Und damit den Hund dazu bringt, stehen zu bleiben. Und dann kann man den Hund mit einem Nahkampf dann umhauen. Oh, es ist jetzt nicht so, dass das... Oh, das habe ich sowas von kommen sehen, aber warum auch immer, der hat es nicht gecheckt. Na gut. Ach komm, wir holen uns jetzt einfach hier diesen nächsten Punkt. So, erstmal kurz hier drauf gekackt auf diesen kleinen Schatz da, der sich hier noch versteckt. Werden wir nochmal separat holen. Aber jetzt will ich erstmal nur diesen extra... Und ich bin wieder an irgendeiner Pflanze vorbeigelaufen. Jetzt will ich erstmal diesen Funkturm aktivieren wieder. Oder beziehungsweise desabotieren. Entsabotieren. Oh je, das sind wieder Wilderer.
Die sind auch überall. Ach nee, das sind rote Pflanzen. Ha! Ah, du kriegst echt die Krise, wenn du hier durchläufst. Feuerfeste Pflanzen. Fackel oder wie auch immer die sich nennen. So, na komm schon. Hier ist nichts weiter. Ist das eine Megakiste oder sah das bloß so aus? Ah, aber leider kein Gold mehr dabei oder sonst was. Wo ist jetzt dieser? Da. Die paar Meter können wir eigentlich wirklich noch separat... Oh, wir sind viel zu nah an der Straße. Aber ich hoffe einfach nur, dass dieser Funkturm nicht gesichert ist. Die Funktürme sind allgemein selten gesichert. Wird wahrscheinlich wirklich damit zusammenhängen, dass die Inselbewohner keinen Gebrauch dafür haben. Es sind bloß die Händler. Was mich aber auch irgendwie wundert, weil Händler wollen ja ihren Job machen und das ist Handeln. Und wenn die nicht dazu kommen, dann drehen die doch eigentlich am Rad mit. Also. Och, Warane! Mann! Jedes Mal dieselbe Gülle. Okay, 3 Pfeile und das Ding ist down. Okay, gut, dann holen wir uns jetzt mal noch dieses Baranhaut-Dingens. Oder kümmern uns erstmal um den nächsten. Okay. Okay, gut, der ist da. Machen wir den noch. Ich höre jetzt nichts mehr fauchen. Fauchen! Das ist es! Ah, ich habe die ganze Zeit dieses Wort gesucht. Was wäre denn dieses Dröhnen? Ein Fauchen? Moment mal, wie komme ich jetzt hier durch? Wo ist jetzt mal hier ein Eingang? Oh, brauche ich jetzt ein Universalwerkzeug, um hier reinzukommen, oder was? Bitte sag mir das nicht. Oh, zum Glück. Hier gibt es noch eine normale Möglichkeit, da hinzukommen. So, Frage. Wie komme ich jetzt da hoch? Klettern wahrscheinlich wieder, ne? Ja, genau. Überall dort, wo sich... das ist auch ziemlich interessant gemacht. Überall dort, wo man normal hochklettern kann, ist entweder Lianen oder so eine Art Seilschlingenhaufen. Das ist nett gemacht. Da kommt man wenigstens nicht irgendwie mit anderen Sachen in die Quere. Hier muss man nochmal hochklettern. Man weiß immerhin, wo man überall hochklettern kann. Das ist echt nett. Die Frage ist halt jetzt nur, wie komme ich jetzt wieder auf die andere Seite? Ah, genau. Kann ich jetzt hier runter? Okay, gut. Haben wir das erstmal geschafft. Ich will ja wenigstens noch die ganze... Ich will ja, wenn ich hier die Rutsche runtergehe, nicht irgendwie irgendwas vergessen haben nebenbei. Das wäre ziemlich blöd. Okay, hier hoch kommt man nicht. Das ist scheiße. Oder? Man hätte natürlich einfach hier so seitlich durchschleichen können. Das wäre natürlich die beste Alternative gewesen. Gut, dann laufen wir mal hier andersrum. Wow! Oh. Alter Schwede. Hat der mich erschreckt. Okay, andere Seite. Er kann deswegen relativ gut klettern. Hätte ich gar nicht gedacht. Weil sich allein hochzuziehen und sowas, das ist deswegen nicht ganz so einfach. Wow. Okay, ich glaube, die Sache mit dem, es ist immer sicher, so ein Ding hochzuklettern, gilt nicht für alle. Weil wie man hier wirklich gesehen hat, die Treppen sind nicht immer da. Und hier sieht man es auch wunderbar. Es fehlt doch teilweise echt an den Sicherheitsvorkehrungen, um Leute davor zu bewahren, einfach mal von irgendeinem Windstoß runtergehauen zu werden. Weil je höher man ja geht, desto krasser werden die Windgeschwindigkeiten. Und desto gefährlicher wird es auch. Und hier oben ist wieder ein Camp mit Yold. Ein Kran. Okay. Und hier ist das Banditencamp, was ich wahrscheinlich wieder befreien muss, ne? Ja. Aber egal, wir haben den neuen Funkturm. Jetzt schauen wir erst mal kurz, was Neues wieder frei in den Shops gibt. Keine Waffe? Komm schon. Ja, ne? Ja! Ich mach mir eine Mühe! Aber egal, jetzt ist wenigstens der SVD auch mit drin. Ich könnte eigentlich, eine Schrotflinte, ein aktives Sniper... einen normalen Bogen. Ah ne, ich wollte ja einen Flammenwerfer mit reinnehmen. Das wird kritisch.
Okay, da kommt der Sniper weg und ich snipe dann permanent mit dem Bogen. Das ist jetzt auch kein großes Problem. Das macht sowieso viel mehr Spaß. Oh! Ich dachte schon. Oh. Der weiß schon, dass es hier eine Bremse für diese Seilrutsche gibt, ne? Ja, wunderbar, mal wieder gelöst. Was sind das hier unten eigentlich? Ist es einfach nur ein Camp mit Schätzen? Nee. Die Tvier gibt's auch noch. Oh. Wildschweine. Oh, endlich. Ein Hoch auf den, der hier Wildschweine getan hat. Oh, shit. Das sind Pumas. Oder? Nee, ziemlich fett. Für Pumas sind sie sehr fett. Wildkatzen. Leoparden sind aber gelenkiger. Genau, hier. Okay, da wird es wirklich ein Puma sein. Weil man sieht hier irgendwie, das sind hier diese Schnurrhaare. Irgend sowas. Okay, hier ist dann wieder dieses Camp. Der Moskitohof vor allen Dingen. Ist ja auch noch was. So viele Schätze. Ich drehe hier echt am Rad. Hier sind Ziegen. Ich brauche aber wirklich, ich müsste ja an der Straße hier dann weitergehen, Süden. Ja, genau, so werde ich das auch machen. Ich werde jetzt erstmal hier dieses Camp ein bisschen ignorieren. Moment mal, ist hier eigentlich so eine Art Höhle? Ich glaube schon, ne? Ja. Na gut. Hier werden wir auf alle Fälle später nochmal ein bisschen... Okay. Ja, ich hätte jetzt auf eine 5 gedrückt. Wenn ihr euch rumdreht... Ich sag euch. Wenn ihr euch rumdreht... Nee! Lass ihn doch fallen bei sowas! Vor allen Dingen ballert er die ganze Zeit auf mich, anstatt den mal als menschliches Schutzschild zu benutzen oder so, kommt den ja nicht in den Sinn, ne? Oh. Hätte sich natürlich wunderbar hinter dem verstecken können. Aber irgendwie wollte das jetzt nicht. So. Neue Schätze für mich, neue Schätze für mich. Wo seid ihr? Ich will euch suchen. Ne, ich will euch eher finden. Suchen macht keine Laune. Finden macht mehr Spaß. Man kann Sachen finden. Man kann sie erfinden. Man kann sie verfinden, wenn man zum Beispiel verlegt hat. So. Man kann Sachen wiederfinden. Okay, was kann man alles finden? Wozu kann man... Oh, je. Yeah. Ah, okay. Gut, wir speichern. Nach diesem Kampf, deren. Vor allem, wieso hat denn der das nicht mitgekriegt? Oh. Ah, oh, herrlich. Okay, was sind das für beiden? Ein Draufgänger und noch ein Draufgänger. Och, den hätte ich fast doch treffen können. Na ja, Gott, ist wurscht. So, haben wir jetzt erstmal einen von diesen Pfeilen wieder. Ich glaube, wenn ich die zu weit schieße, habe ich ein kleines Problem mit den Dingern. Die Schrotflinte ist geil. Aber wo habe ich jetzt diesen Bogen hingeballert? Oder diesen Pfeil hingeballert? Der muss ja hier irgendwo liegen. Da ist er! Ich hab ihn gefunden! Okay, hier ist der Draufgänger wieder. Komm schon. Ach, egal. Oh! Ich glaube, es hackt. Okay, gut. Da hinten ist er wieder. Alter, wie der hier lang sprintet! Der Typ ist echt krass drauf, ey. Der ist wirklich ein Draufgänger. Ah, jetzt. Yes. Komm doch zu mir, Mann. Das hast du doch gehört, oder? Na, komm schon. Na komm schon.
So, ganz sachte. Ah, jetzt kommen sie der Reihe nach alle ran hier. Ganz normaler. Sehr gut. Okay, komm doch her. Okay, das haben sie aber gehört. Das ist so geil. Okay, na komm. Ach, sind drei jetzt auf einmal. Ich dachte, der andere kommt nicht. Na gut, komm schon. Okay, der geht wieder zurück. Überlass die Schwuchtel mir. Der kommt mir nicht. Einer, so. Nee, ich bin... Ja, ich hätte den Draufgänger umhauen sollen. Oh, kriege ich die Krise. Das nächste Mal gehe ich einfach mit der Schrotflinte auf die los. Können die so viel wie möglich Gille probieren, wie sie wollen. Na gut. Ich brauche Wildschweine. Die sind hier unten. Ziemlich viele sind hier in der Nähe. Oh. Aufregend. Na okay. Aber ich glaube, ich muss dann erstmal hier nach den Norden suchen. Weil je weiter man hier nach unten geht, desto röter wird's. Oder es liegt daran, dass hier die ganzen Camps noch da sind. Das hat's also zu bedeuten. Ich wundere mich, warum das immer so rot ist, aber das liegt an den Camps. Und dort, wo es die Camps dann wirklich sind, dann ist es so ein richtiger krass roter Fleck. Und alles das, was außerhalb so zu sehen ist, das ist der Ort, wo man auf Feinde treffen könnte. Sehr interessant. Dr. Ernards Haus, da werden wir uns wahrscheinlich später nochmal drum kümmern. Die Mission werden wir uns auch nochmal drum kümmern dann. Was wir jetzt auf alle Fälle machen werden, ist... ja, was ist denn das? Ein paar Relikte auf alle Fälle sammeln, weil da kriegt man wenigstens noch Erfahrung. Die ganzen Schätze sind ja im Grunde genommen nur Beigeschmack. Sind hier welche? Müsste ich nochmal holen? Beziehungsweise den hier? Die Frage ist nur, wo ist er jetzt weiter weg? Entweder von hier oder von hier? Muss ich mal gucken. Ja gut. Werden wir erstmal hier fix Schnellreise hinmachen. Eieiei. Das Blöde ist, dadurch, dass ich jetzt hier unten kein... Na okay, das Gebiet im Norden ist relativ nah dran. Der Rest halt nur nicht. Oh, mein Gott. Scharfschützengewehre, wunderbar. Ah nee, das wollte ich jetzt nicht. Schnellverkauf, so muss es sein. 135. So. Scharfschützengewehre, ja. Das ist permanent da. Ziemlich geil. Ist es eigentlich Halbautomatik? Ja, genau. Das war, glaube ich, eins von diesen wundervollen Dingern. Die haben zwar nicht immer durchgezogen, aber die haben automatisch nachgeladen und das war ziemlich geil. Besitzt einen unvergleichbaren Reichweite und Genauigkeit und kann weit entfernte Ziele mit Leichtigkeit ausschalten. Wenn ich jetzt noch irgendeinen Aufsatz dafür habe, das wäre noch ziemlich geil. Okay, Karten. Der Hubbardshaw. Dann habe ich erstmal die ganzen nördlichen... Ja, ich habe alle verfügbaren. Geil. Ich glaube, das ist allgemein die... Ist es allgemein bloß die Insel? Ha, weil ich bin... Moment mal. Nee, ich bin bloß auf dem nördlichen Stück gerade. Das ist sehr interessant. Was ist denn eigentlich das hier für eine Gästen? Ach, das ist eine ganz andere Insel. Ah, okay, gut. Jetzt haben wir aber zum Glück alle Karten für diese Insel, würde ich mal schätzen. Oder, ja, genau. Das dürfte eigentlich jetzt so ungefähr hinhauen. Weil wir waren hier jetzt... Wir waren bloß hier in dem Bereich. Das ist deswegen schon ziemlich krass. Gut, hier brauchen wir dann nichts mehr weitermachen. Ah ja, Munition können wir ruhig nochmal holen. Ist ja zum Glück nicht allzu teuer. Auf Pfeile und Schrotflintenmunition. Moment mal. Aber ich brauchte ja eigentlich... ein Sturmgewehr habe ich, eine Schrotflinte habe ich. Den Flammenwerfer, der kostet dummerweise ziemlich viel. Aber den werde ich mir demnächst noch irgendwann mal zulegen, weil es ist eine geile... Was sind das für ein Aufsatz? Nicht genügend Geld. Super.